Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie man einen solchen Beiwagen von dem VT75 von Trix Express, die erste Ausführung aus Metall, umbaut mit einer LED-Schlussbeleuchtung. Zunächst müssen wir einmal das Gehäuse öffnen. Dafür schrauben wir einmal die Puffer ab. Danach lässt sich das Gehäuse nach oben hin öffnen. Um die alte Beleuchtung zu entfernen, müssen wir einmal diesen Metallstreifen nach hinten biegen und können dann die Beleuchtungseinheit hier vorne rausschieben. Dann haben wir Chassis und Gehäuse getrennt. Als nächsten Schritt müssen wir jetzt einmal die Verkabelung hier ändern. Ich würde vorschlagen, dass wir hier einfach die Leitungen abschneiden, sodass wir nur die zwei Leitungen übrig haben. Genau. Diesen beiden Leitungen können wir jetzt gleich schon das Modul. Ach so, das sollte natürlich drauf bleiben, weil das isoliert. Hier haben die, obwohl können wir auch weglassen. So, dann machen wir Schraubschlauch drauf. Genau, dann können wir das auch hier ablöten. Wenn da schon eine Lötstelle ist. Das haben wir erledigt. Dann können wir einmal das Modul nehmen. Und können einmal da die letzten Fetzen oder die letzten Enden so. Kürzen wir diese ein wenig. Und isolieren hier die Enden ab, was nicht wirklich geht. Boah, ist das hart, die Isolierung. Dann verzinnen wir auch hier die Enden neu. Die Seite. Ist das für ein Kunststoff? Isolieren wir auch mal neu ab. Verdrillen das Ganze schön und dann können wir es auch einmal schön verzinnen. So, bevor wir jetzt das Ganze
anlöten. Machen wir nochmal eben einmal kurz den Test, wo Plus und wo Minus rangehen muss an dem Modul. Und dafür nehme ich eine 9 Volt Block Batterie und halt einmal das ran. Jetzt sieht man, dass die roten leuchten. Und das ist ja auch das beim Beiwaken, wie es mal später leuchten soll. Das heißt, wir merken uns, das ist hier der Plus, an dem Pluskontakt der Batterie. Hier machen wir einmal einen kleinen Knoten rein, damit wir das nicht vergessen. So, haben wir das. Und dann können wir das Ganze auch schon einmal anlöten. Wir stülpen natürlich vorher die Stückchen Schrumpfschläuche über. Sonst können wir das Ganze natürlich nicht ausreichend isolieren und es besteht halt Kurzschlussgefahr. Wir gucken einmal drunter. Das ist hier der Außenschleifer von der ganzen Mimik. Das heißt, hier kommt Plus dran. Also der mit dem Knoten. Und dann verbinden wir die beiden einmal eben kurz. Und dann können wir auch schon den Schrumpfschlauch drüber stülpen, bisschen sauber machen hier den Lötkolben und dann schrumpfen wir das Ganze. Und dann verbinden wir noch die andere Seite mit dem anderen Kontakt. Und das will nicht so recht. So, jetzt aber hat er verloren. Und da schieben wir dann auch den Schrumpfschlauch einmal drauf. So. Wem das natürlich jetzt hier alles zu lang ist an Litzen, der kann das natürlich beliebig kürzen, sodass man es noch einigermaßen gut verstaut kriegt. Jetzt bei meinem Triebwagen in dem Zustand spielt das sowieso keine Rolle, sage ich jetzt einfach mal. Ja, und dann können wir hier das Teil schon einlegen, die Elektronik, und einsetzen. Bisschen die LEDs zusammenbiegen. So. So, dass natürlich die... sodass natürlich nicht hier die LEDs, ich übertreibe jetzt mal, hier, wer weiß wie, rausgucken. Aber so, dass es auf jeden Fall gut aussieht und eine harmonische Optik ergibt. So. Wichtig ist hierbei, dass wir den so wieder hinbiegen, dass der auch an die Platine, also dass die halt nicht des Betriebes hier rauslutschen kann. Der sollte dann schon, ja, ich sag mal, ein wenig die LEDs daran hindern, rauszuflutschen. So. Und dann können wir das Ganze eigentlich auch schon prinzipiell wieder zusammenbauen. Hier kann man an dem Poti hier kann man die Helligkeit einstellen. Ich habe das jetzt auf die Hälfte stehen. Das reicht mir völlig aus als Helligkeit. Ja. Und dann können wir das Ganze, wie gesagt, zusammenbauen und einmal testen.
Da drehen wir wieder die Puffer ein. Und ich muss mir gleich noch eine Achse besorgen, damit wir den auch mal fahren lassen können. Weil mit nur einer Achse ist das dann auch ein bisschen schwierig oder gestaltet sich etwas schwierig, sage ich es mal vielleicht so. So. Ah, geht das schwergängig. Ja, es ist ja alles so dermaßen verrostet, weil der, ich weiß nicht, was die Leute mit sowas gemacht haben, aber der wurde nicht trocken gelagert, das ist kaputt gerostet. Das ist schon echt heftig. Oder genauso auch das hier hat er einen abbekommen. Man kann es erkennen, dass der Puffer nicht mehr gerade ist. Boah, naja, der hat es ja eh hinter sich. Wenn ich den mal wieder gerade, es geht, ohne dass er reißt. Mal ein bisschen gerade biegen. Boah, das ist schon echt übel. Da dauert schon das Puffer einbauen länger als der die ganze Elektronik. Naja, ja, jetzt ist er durch. Ich habe es befürchtet. Jetzt steckt die Hälfte da drin. Naja, ich krieg's mit der Zange raus. Sie wissen, was gemeint ist. Schraubt mir den anderen eben noch rein, dann hat er halt nur noch eben drei Puffer. Was soll's? Genau. So, ich habe das einmal über Krokoklemmen hier versorgt. Das Ganze, jetzt kann man schön sehen. Habe jetzt mal hier die eine abgemacht, damit sie mir das auch glauben. Jetzt also so die Hälfte der Helligkeit eingestellt. Und ja, man sieht also, es leuchtet so ein bisschen nach. Ist natürlich nicht ganz 100% somit dann auch flackerfrei. Ja, denke, damit kann man aber leben. Zumal hier nicht wirklich mehr Platz halt ist. So, und das wäre dann halt weiß. Die weiße Beleuchtung. Ja. Ja, an dieser Stelle möchte ich mich verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis demnächst.